Seit bereits 25 Jahren erstellt die Niederösterreichische Arbeiterkammer die genaueste Pendleranalyse Österreichs. Die Pendlerströme nach und aus Wien, zwischen allen niederösterreichischen Bezirken und erstmals auch mit signifikanten Werten aus den Nachbarländern Ungarn, Slowakei und Tschechien. Die aktuelle Analyse mit den jüngsten Daten wurde nun in einer Pressekonferenz in der Bezirksstelle St. Pölten der Arbeiterkammer präsentiert. Wir können grundsätzlich festhalten, dass in den letzten 25 Jahren sich die Anzahl der Pendlerinnen und Pendler in Niederösterreich verdoppelt hat. Das heißt, erstmals müssen mehr als die Hälfte aller niederösterreichischen Arbeitnehmerinnen in einen anderen Bezirk auspendeln. Und ein Viertel zusätzlich ist feststellbar pendelt nach Wien. Das heißt, nur ein Viertel hat eigentlich einen Arbeitsplatz unmittelbar im eigenen Wohnbezirk. Das ist schon eine sehr, sehr beunruhigende Zahl. Ja, es ist tatsächlich so, dass sich in den letzten 25 Jahren die Situation der Pendler eigentlich verdoppelt hat. Und dass wir eigentlich eine Negativrechnung haben, was das betrifft, dass Niederösterreicher auspendeln in die umliegenden Bundesländer und was von den umliegenden Bundesländern nach Niederösterreich einpendelt. Alleine pendeln Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher 175.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach Wien aus. Was wir auch in den letzten 5 Jahren beobachten können, die Menschen müssen mehr hin und her fahren und die Pendelintensität steigt mehr, als die Arbeitsplätze insgesamt zunehmen. Das heißt, man muss am Arbeitsmarkt heutzutage noch flexibler sein, beziehungsweise werden die entsprechenden Arbeitsplätze halt nicht immer in der Nähe des Wohnortes angeboten. Niederösterreich wird ja öfters als das Land der Pendlerinnen und Pendler bezeichnet. Und das hat so leicht den Anschein, dass das etwas Gutes oder Positives wäre. Wir wissen aber, dass natürlich das Pendeln ja erzwungen ist. Das sucht sich ja niemand aus, sondern die Arbeitsplätze sind halt nicht unmittelbar, wie man sieht, nur für 25%, für ein Viertel. Die anderen Arbeitsplätze liegen in Niederösterreich oder rund um Niederösterreich und vor allem in Wien. Hier müsste man mehr tun, vor allem auch in die Infrastruktur. Ja, wir sind immer schon dafür eingetreten, dass man den öffentlichen Verkehr möglichst attraktiv gestaltet. Natürlich ist uns auch bewusst, dass das seine Grenzen hat von der Dichte. Aber im Großraum könnte eine Taktverdichtung doch das Angebot so attraktiv machen, dass die Leute das auch annehmen. Und vor allem, wir setzen schon jetzt eine große Hoffnung in den Vollbetrieb des Hauptbahnhofes, weil hier ist doch relativ viel Steuergeld hineingeflossen und wir sind halt der Meinung, das sollte nicht nur dem Fernverkehr zugutekommen, sondern vor allem den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der Ostregion. Jetzt stellt die Arbeiterkammer Forderungen auf. An erster Stelle auch die Verbesserung bei der Pendlerpauschale, nämlich von einem Freibetrag, so wie es jetzt ja besteht, zu einem Absatzbetrag zu kommen, damit auch hier ein bisschen mehr Gerechtigkeit herrscht. Wir haben die Situation leider, dass gerade das, wie Sie richtigerweise gesagt haben, nach wie vor ein Freibetrag ist und Freibeträge bringen generell denjenigen, die mehr verdienen, auch mehr. Ein Beispiel, wenn jemand von St. Pölten nach Wien pendelt, dann kostet diese Jahreskarte, das Jahresticket etwas mehr als 1.500 Euro. Und wenn jetzt jemand, eine Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer, 1.200 Euro brutto verdient, dann bekommt die oder derjenige vom Finanzamt rund 290 Euro zurück. Wenn jemand das Fünffache verdient, nämlich 6.000 Euro, bekommt der oder diejenige über 1.100 Euro zurück. Also ich glaube, diese Forderung ist mehr als berechtigt, dass wir generell mehr Absetzbeträge statt Freibeträge brauchen.